Doramadale Gini Radune Tunhite Gindara Deyo. Zum dritten Mal geht es nach Sri Lanka. Genauer gesagt wieder nach Ambalanguda, um dort zu relaxen und ein paar neue Dinge zu entdecken. Aber vor allem, um unsere Freunde dort zu besuchen. Hier vorne links ist unser Sitzplatz. Ursprünglich haben wir wieder den Direktflug mit den Austrian Airlines gebucht, von Wien direkt nach Colombo. Dank unserer gut informierten österreichischen Zeitungen mussten wir aber erfahren, dass die AUA diese Direktflüge mit Oktober 2018 eingestellt hat. Gebucht hatten wir allerdings schon im Februar 2018. Über die Einstellung des Fluges hat man uns aber nicht informiert. So mussten wir umbuchen auf unsere Flüge mit den Qatar Airlines, mit einem 2,5-stündigen Zwischenstopp in Doha. Interessanterweise gab es dann zwei Flüge der Qatar Airlines mit demselben Ziel von Doha nach Colombo und der gleichen Abflugzeit. Auch die Flugnummern waren ziemlich ähnlich. Logisch, dass wir dann natürlich am falschen Gate erschienen. Aber dort war man das wohl schon gewohnt und hat schon vorab Personal abgestellt, um Irrläufer wie uns wieder auf die rechte Bahn zu bringen. Als Entschädigung gab es dann aber im Flug wieder ein total leckeres Essen. Für die Economy Class wirklich toll. Und so fliegen wir gestärkt von der finsteren Nacht in den hellen Tag Richtung Colombo. In Colombo mussten wir dann nachträglich Einreisepapiere ausfüllen, die man uns im Flugzeug leider nicht ausgehändigt hat. Abgeholt werden wir von Samira, unserem guten Freund, genannt Sam Fischer. Er musste wegen dieser Papiergeschichte natürlich ewig lange auf uns warten. Noch schnell etwas Geld gewechselt und zwei SIM-Karten für unsere Handys gekauft und dann machen wir uns auf die 2,5-stündige Fahrt vom Flughafen zu unserer Villa nach Ambalanguda. Zeit für eine kleine Pause mit einem Snack. Natürlich gibt es all die Sachen nicht, die wir gerne hätten, aber Sam empfiehlt uns ein paar leckere Sachen. Too late. Too late. Too late. Too late, yeah. I forgot. In Ambalanguda angekommen, kaufen wir in einem kleinen Shop noch Guthaben für unsere Handy-SIM-Karten. Das hätte am Flughafen noch viel zu lange gedauert. In der Villa angekommen, überreichen wir Sam schließlich noch unsere Mitbringsel aus Österreich. Aber no shoes. Nachdem sich Sam auf den Heimweg gemacht hat, lassen wir uns von Vidula, dem Koch unserer Villa, das Abendessen zubereiten. Lecker, wie es immer sein wird. Es brennt, ne? Es ist schon dunkel und wir machen ein paar Runden im Pool. Danach genießen wir den Abend und erholen uns von der langen Anreise. Ich glaub, das ist aber auch schon mehr machen.